Irgendwo hier muss es sein. Da sind sich diese Rentner ganz sicher. Und weder Nässe noch Dunkelheit oder Kälte können sie von ihrer Suche abbringen, denn sie haben eine Mission. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Bernsteinzimmer von Königsberg hierher gegangen ist. Eine Sensation. Das weltberühmte Bernsteinzimmer, das seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden ist, soll sich wo befinden? Wir suchen überall im Wuppertal, dort wo entsprechende Bunker sind. In Wuppertal, wo sonst? Im Zweiten Weltkrieg hat es vermutlich ein Nazi-Funktionär hierher gebracht. Weil das der Geburtsort von Erich Koch war. Und der Erich Koch kannte nur Wuppertal und Königsberg und nichts anderes. Darauf ist noch kein Experte gekommen. Die Rentner sind ganz dicht dran. Regen wir mal hier. Müssen wir mal gucken. Ich komme da nicht weiter rein. Für die unterirdische Suche sind die Wuppertaler Rentner bestens ausgerüstet. Eine Bohrmaschine mit Batteriebetrieb, weil wir nicht überall Strom haben. Ganz Wuppertal ist unterhöhlt, jede Menge Bunker und Tunnel. Seit 7 Jahren graben sich die Rentner zuversichtlich durch die Unterwelt, bisher ohne Erfolg. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist eine sogenannte X-Nummer, nämlich nichts. Aber von solchen Rückschlägen lässt sich der Grabungstrupp nicht entmutigen. Es gibt da nur ein Problem. So. Wir brauchen ein Kernbohrgerät. Und dafür haben die Rentner kein Geld. Wir bitten um eine Spende, damit wir uns so ein Gerät kaufen können. Verheißungsvolle Aussichten für Spendeninteressierte. Wenn wir fündig werden und den Finderlohn bekommt der Spender, ist 10-fache dessen, was er gespendet hat, zurück. Fantastisch, denn sie finden das Bernsteinzimmer in Wuppertal irgendwann ganz bestimmt.